Ja. Ja, der Verkehrssektor in Deutschland ist der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasausstößen mit etwa 20%. Und die Bundesregierung hat sich deswegen zum Ziel gesetzt, bis 2030 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zuzulassen, also dass eben diese auch quasi die Zulassung auch beantragt wird. Zurzeit sind es nur 439.000, also da ist noch sehr, sehr viel, eine große Spanne zwischen der jetzigen Zahl und dem Ziel der Bundesregierung. Die Bundesregierung fördert das auch durch Boni und durch steuerliche Förderung. Was aber bisher nicht in der Diskussion vorkommt, auf dieser Ebene jedenfalls, ist, wo denn die Rohstoffe für diese Elektromobilität herkommen und unter welchen Bedingungen sie abgebaut werden. Dazu ist Anton Pieper hier ein Experte heute Abend. Er ist der Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bei WEED und hat intensiv dazu recherchiert, zu den Folgen des Abbaus von Metallen, die eben insbesondere für die Batterien für Elektrofahrzeuge benötigt werden, sei es für Autos, sei es für Fahrräder. Das ist ein großes und sehr wichtiges Thema, weil es unter anderem eben sehr starke Auswirkungen auch auf die Versorgung der Bevölkerung in den Abbaugebieten mit Wasser hat. Ich freue mich daher jetzt sehr auf deinen Vortrag, Anton. Wir werden nach deinem Vortrag Gelegenheit haben, eben auch nochmal für Fragen und für die Diskussion von Lösungsansätzen. Ich werde meine Kamera und auch mein Mikrofon während Antons Vortrag ausschalten, aber habe den Chat im Blick. Und nach dem Vortrag werde ich mich wieder für alle sichtbar zuschalten. Antons Präsentation ist ja schon an die Startseite für alle zu sehen. Und Anton, ich übergebe dir jetzt das Wort und freue mich auf deine Präsentation. Danke, Gertrud. Ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und euch ein bisschen was von meiner Arbeit erzählen zu können. Insbesondere deswegen freue ich mich, weil ich eine sehr bewegte FIAN-Vergangenheit habe. Ich habe jahrelang für FIAN Deutschland, auch für FIAN International gearbeitet und bin inzwischen aber bei WEED und freue mich, dass sich unsere Wege jetzt so wieder gekreuzt haben, Gertrud, und möchte ja auf diesem Wege jetzt erstmal nochmal ganz herzlich für die Einladung danken. Ich werde auch mein Video ausmachen, während der Präsentation. Einfach, ich glaube, dann ist die Bandbreite vielleicht noch ein bisschen besser und ihr könnt euch besser auf die Präsentation konzentrieren. Los geht's. Also, was wir heute vorhaben, ich werde ganz kurz was nochmal zu mir bzw. zu WEED erzählen, dann allgemein was zum Rohstoffverbrauch darstellen, dass die E-Mobilität ein Treiber für Rohstoffverbrauch ist. Und dann will ich mich eingehend dem Beispiel Lithium widmen. Und das ist sozusagen das Herzstück der heutigen Präsentation. Eine Analyse der spezifischen Menschenrechtsverletzungen beim Lithiumabbau. Ich habe ein paar Fallbeispiele mitgebracht. Wir müssen mal gucken, wie weit wir damit kommen. Man kann natürlich bei jedem einzelnen Land sehr ins Detail gehen. Ich hoffe, wir schaffen Argentinien, Mexiko und Australien, um euch da so einen kurzen Überblick zu geben, was da so die Hauptrisiken sind. Und je nachdem, wie viel Zeit wir dann hinten raus noch haben in der Diskussion, ansonsten gibt es natürlich auch noch jede Menge ja, politische Forderungen, die wir gerne diskutieren können. Das wäre der Punkt Rohstoffwende jetzt. Zu WEED. Wir sind eine kleine NGO mit Sitz in Berlin, 1990 gegründet. Und wir haben im Prinzip vier Arbeitsschwerpunkte. Das ist Unternehmensverantwortung, da arbeite ich auch viel drin, also im Fachbereich Wirtschaft und Menschenrechte, globales Lernen, öffentliche Beschaffung und das ist so das alte Kernthema von WEED, das ist Finanzmarktregulierung. Und da kommen wir auch so ein bisschen her, aus so einer ja, sehr kritischen, globalisierungskritischen Ecke, würde ich mal sagen. Ich lade euch alle herzlich ein auf www. www.weed-online.org uns mal zu besuchen und da könnt ihr euch noch ein bisschen umgucken, was wir so sonst noch machen. Also allgemein zum wachsenden Verbrauch an metallischen Rohstoffen, das ist mein Arbeitsbereich. Metallische Rohstoffe finden sich in allen möglichen Alltagsprodukten. Geld ist hier ein Beispiel, da ist Zinn, Kupfer, Nickel drin. Elektrogeräte natürlich. Vor allen Dingen zu nennen hier Platin, Gold, Palladium,
Coltan, beziehungsweise in der Rohform Tantal. Aber natürlich auch in Autos. Ja, im klassischen herkömmlichen Verbrenner ist das vor allen Dingen Eisen, Bauxit, Chrom und Blei. Und jetzt durch die E-Mobilität und die Batterien, die in den Fahrzeugen verbaut werden, sind das eine Reihe von anderen Rohstoffen, klassischerweise 5. In der klassischen Lithium-Ionen-Batterie findet sich Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan. Und vielleicht vorab noch so eine kleine Positionierung. Gertrud hat das auch sehr schön anmoderiert. Das ist die Schnittstelle zwischen Klimapolitik und Rohstoffpolitik, dieses Thema. Und das stimmt. Mir ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass das große gesellschaftliche Ziel, die große Aufgabe, vor der wir gerade stehen, ist natürlich die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Und dazu ist natürlich eine drastische CO2-Reduktion vonnöten. Das kann allerdings nur einhergehen mit einer Rohstoffwende. Und zwar sind wir der Meinung, dass die Rohstoffe, wie sie heute abgebaut werden, sowohl aus sozialer Sicht, was die Menschenrechte angeht, aber auch aus ökologischer Sicht nicht zukunftsfähig sind. Und deswegen muss diese CO2-Reduktion zwingend auch mit einer Rohstoffreduktion einhergehen. Ich arbeite viel zur Automobilindustrie. Das liegt ja auch nahe bei dem Thema. Ich sitze unter anderem im Branchendialog Automobilindustrie, der aufgesetzt wurde von der Bundesregierung, also genau vom BMAS, vom Arbeitsministerium. Und das ist so mein Hauptarbeitsfeld zurzeit. Ich habe aber mit meinem Kollegen auch eine Studie dieses Jahr rausgebracht, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie sieht das eigentlich in anderen Branchen aus? Denn ihr könnt euch ja vorstellen, die Automobilindustrie, da bohrt man ziemlich dicke Bretter, sage ich mal. Ist natürlich die wichtigste Industrie deutschlandweit, was Rohstoffverbrauch angeht für die E-Mobilität, aber auch weltweit ein ganz wichtiger Player. Aber wir wollten halt mal wissen, wie sieht das denn woanders aus? Und dann haben wir recherchiert und eine Studie rausgebracht Mitte des Jahres zur Fahrradbranche. Und da möchte ich euch kurz von erzählen. Da haben wir nämlich mal versucht nachzuzeichnen, wie sind denn die Stufen einer Lithium-Ionen-Batterie-Wertschöpfungskette? Gleich vorab, wir beschäftigen uns heute in allererster Linie mit den vorgelagerten Gliedern der Wertschöpfungskette, das heißt hier der Rohstoffabbau. Und es ist natürlich so, dass auch bei der Produktion von E-Fahrrädern kommt es eben in diesen vorgelagerten Gliedern der Wertschöpfungskette zu Menschenrechtsverletzungen und zu Umweltverschmutzung, beim Abbau, aber auch bei der Weiterverarbeitung der Rohstoffe. Die Rohstoffe hatte ich ja gerade eben schon mal genannt. Klassischerweise sind das bei der Lithium-Ionen-Batterie Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit oder Mangan. Und ohne die kommt man auch nicht wirklich aus. Also gerade Lithium ist unabdingbar. Kobalt ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wenn Missstände aufgedeckt werden, das ist im Fall von Kobalt vor allen Dingen Kinderarbeit im Kongo, dann ist es schon möglich, auch die Lieferketten umzustellen, beziehungsweise auch nach Alternativen zu suchen. Im Fall von Kobalt ist das so, dass Kobalt häufig ersetzt wird durch einen erhöhten Nickel-Anteil in den Batterien. Nickel ist aber auch nicht ohne. Also beim Abbau von Nickel kommt es auch zu Menschenrechtsverletzungen und zu Umweltzerstörung. Das heißt also, man tauscht sozusagen ein Übel mit einem anderen. Aber trotzdem zeigt dieses Beispiel, dass wenn man genug Aufklärungsarbeit betreibt und die entsprechenden Unternehmen unter Druck setzen kann, dass diese ihre Wertschöpfungsketten natürlich auch umstellen können. Eine weitere Grafik aus der Studie, das ist die Studie übrigens, aber so ein bisschen blurry sehe ich gerade. Ihr könnt sie euch auf unserer Seite nochmal runterladen. Da sind einige Beispiele, die ich heute erwähnen werde, auch erwähnt. Ich gehe aber heute auch noch ein bisschen darüber hinaus, weil man im Zuge so einer Recherche natürlich auch immer ziemlich viel rausfindet, was auch sehr spannend ist, aber was dann nicht mehr Platz in so einer Studie hat.
da haben wir uns eben auch gefragt, wie ist denn die Branche aufgestellt, die Fahrradbranche, weil wir uns gedacht haben, naja, bei der Automobilbranche, dass die noch nicht so weit sind beim Thema Sorgfaltspflichten, okay, das ist klar. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Bei der Fahrradbranche vielleicht doch, die hat ein grünes Image. Und die VerbraucherInnen, also die NutzerInnen von Fahrrädern, sind vielleicht auch eher darauf bedacht, die Umwelt zu schonen und Menschenrechte zu achten. Es ist allerdings so, dass in der Branche, das haben wir dann rausgefunden, sehr, sehr wenige überhaupt sich jeweils mit dem Thema Sorgfaltspflichten auseinandergesetzt haben. Und auch die Rohstoffe, die in den Batterien von E-Fahrrädern verbaut sind, gleichen Ursprungs sind wie die der Automobilindustrie. Vielleicht ganz kurz noch Begrifflichkeit, eine Klärung des Begriffs Sorgfaltspflichten. Es wird euch bekannt sein, für die, die es noch nicht kennen, das sind menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, die gehen zurück auf den kürzlich verstorbenen John Ruggie. Der hat so die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte maßgeblich mitverantwortet. Ich glaube, in der ersten Fassung 2011 rausgekommen. Und sein Team, das dann auch eine NGO gegründet hat, Shift heißen die, wer sich da mal umgucken will, shiftproject.org, auch eine sehr spannende Organisation beim Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Und eine letzte Grafik aus unserer Fahrradstudie noch. Hier sieht man ganz gut, wie so eine Batterie aufgebaut ist. Ja, das ist jetzt am Beispiel des Fahrrads. Wir könnten natürlich auch einen Roller nehmen oder eben auch ein Auto. Wichtig ist hier, dass Lithium als Bestandteil vor allen Dingen, was ihr unter 1 seht und unter 2, also 1 ist die Kathode und 2 ist der Elektrolyt. Das ist einerseits ein Leitsalz und andererseits ist es in der Kathode zusammen mit den anderen Rohstoffen Nickel, Kobalt, Mangan zu finden. Und so wie ich das auch schon gerade gesagt habe, es wird auf Jahre, Jahrzehnte hinaus ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff bleiben, der auch nicht ersetzbar ist, wie zum Beispiel Kobalt durch Nickel. Für Lithium gibt es das nicht. Es gibt Forschung, es gibt Batterientypen, die auf Natrium basiert sind, aber das ist jetzt nicht in dem Maße. Also es kann auf jeden Fall nicht so ersetzt werden, dass man von Lithium wegkommen würde. Das heißt, auf Lithium ist ein unglaublicher Rush, ist eine große Lithiumsucht ist ausgebrochen. Ja, man spricht auch vom weißen Gold. Wenn man das abbaut, dann ist es so ein ganz weißes, feines Pulver. Dieser gestiegene Bedarf durch die E-Mobilität, der erhöht natürlich den Druck auf die Abbaugebiete ungemein. Wir haben hier eine Grafik, die ist schon was älter, aus 2017. Neuere Zahlen habe ich nicht gefunden. Wir können davon ausgehen, dass wir die leicht noch nach oben korrigieren müssten. Das ist der Bedarf heute, beziehungsweise in 2017, der globalen Primärförderung und der Bedarf, den wir in 2050 haben werden. Und da sehen wir, dass Lithium das 5, 6, 7-fache sein wird im Vergleich zu 2017. Wo sind eigentlich die Hauptabbaugebiete? Das sehen wir hier. Auch hier muss ich sagen, das sind zwar sehr neue Zahlen aus 2020, aber das ist auch ständig in Bewegung. Also wer sich von euch mit dem Thema schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, wird festgestellt haben, dass ständig neue Medienberichte sind, Studien rauskommen, irgendwo sind Lithiumprojekte geplant. Wie gesagt, das ist ein ganz großer Hype auf diesen Rohstoff. Hier ist ein Land nicht erwähnt zum Beispiel. Das ist Mexiko. Mexiko hat auch noch keine Lithiumproduktion, aber es ist vor kurzem, Anfang dieses Jahres, ist ein riesiges Lithiumvorkommen in Mexiko gefunden worden. Das mit 9 Millionen Tonnen würde sich das dann zwischen Australien und Chile oder ungefähr bei Chile da einreihen. Also wir sehen Bolivien ganz vorne, Argentinien und Chile und dann Australien, China und Kongo. Wichtig dabei ist vielleicht noch zu wissen, dass Chile lange Zeit die globale Lithiumförderung dominierte.
In den letzten Jahren wurde es aber von Australien abgelöst. Australien hält eine gut 50% des Weltmarktanteils an der Lithiumförderung. Chile ist bei 23, China bei 10% und Argentinien bei 8%. Vielleicht drängt sich jetzt schon der ein oder anderen die Frage auf, was ist denn mit Bolivien? Da sind doch die größten Reserven. Mir ist keine große registrierte Produktion in Bolivien bekannt. Woran das liegt, können wir vielleicht gemeinsam darüber noch diskutieren. Fakt ist, dass 2/3 ungefähr der weltweiten Lithiumreserven unter dem sogenannten Lithium-Dreieck liegen. Das ist eben in Südamerika zwischen Bolivien, Argentinien und Chile. Und in Argentinien und Chile wird Lithium auch massiv abgebaut, in Bolivien nicht. Oder noch nicht. Schauen wir weiter. Wie wird Lithium denn überhaupt abgebaut? Es ist so, dass ein Großteil der globalen Lithiumgewinnung auf zwei Arten stattfindet. Abbau aus Festgestein und Gewinnung aus salzhaltiger Sohle. Der Abbau aus Festgestein macht nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe etwa 2/3 der weltweiten Produktion aus, während der Abbau aus Salaren, also Salzseen, wie wir es aus Chile oder Argentinien kennen, rund 1/3 ausmacht. Dann sehen wir ganz rechts noch ein paar Beispiele von Forschung. Ich habe ja gerade schon gesagt, es wird sehr, sehr viel geforscht. Es gibt ganz viele Lithiumprojekte. Von einer interessanten Sache will ich hier erzählen. Das ist eine deutsche Forschung in Sachsen, der Zinnwald. Ähnliches passiert auch noch nicht ganz so weit, glaube ich, in Österreich, auf der Choralpe. Und das sind Projekte zur Erforschung aus dem Tiefbergbau. Denn zum Abbau aus Festgestein, wie es in Australien passiert, muss man wissen, dass das immer im Tagebau passiert. Und beim Tagebau, da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, haben wir ein unglaubliches Problem mit der Verunstaltung der Landschaft. Ja? Also werden einfach riesige Löcher in den Boden gebuddelt. Und der Tiefbergbau, der minimiert das natürlich. Andererseits ist es sehr kosten- und energieintensiv und die Wasserproblematik, auf die wir gleich noch eingehend zu sprechen kommen werden, die ist auch hier gegeben. Dann gibt es eine Forschung zu Filterung lithiumhaltiger Sohle durch ein organisches Sieb, das ist in Australien. Und es gibt auch in Deutschland und in Frankreich im Rheingraben Lithiumgewinnung aus geothermalen Salzlagen. Das heißt, zum Heizen und zur Wärmegewinnung wird da schon seit Jahren warmes Wasser hochgepumpt und das ist sehr lithiumhaltig und da wird jetzt dran geforscht, wie das extrahiert werden kann. Und solche Projekte können in der Theorie helfen, Lithium in wasserschonenderer Weise zu gewinnen und dann somit letztendlich auch menschenrechtliche Risiken minimieren. Die sind aber alle noch in der Entwicklung und letztendlich kann man gar nicht wirklich ihr Potenzial wirklich benennen. Deswegen ist das schwierig zu sagen. Wir wissen noch nicht, wie die in der großflächigen Anwendbarkeit dann sind. Grundsätzlich ist es aber so, aus einer Perspektive der globalen Gerechtigkeit, dass es ja gut ist, dass sich Leute überhaupt damit beschäftigen, das Zeug zum Beispiel in Deutschland aus dem Boden zu holen, wo auch der größte Profit mit den Endprodukten gemacht wird, also mit Autos und Fahrrädern zum Beispiel, und die Rohstoffe nicht importiert werden. Das ist nämlich zurzeit zu 99% der Fall bei metallischen Rohstoffen in Deutschland. Gut, kommen wir zum Lithiumabbau aus Festgestein. Das ist ein Bild aus Australien. Und hier ist es so, dass die gewonnenen Gesteinselemente eine ganz geringe Lithiumkonzentration haben, unter 1%, teilweise höchstens 2%. Das Gestein wird dann über 1000 Grad erhitzt. Ja, das ist so heiß, wie der Vulkan, der gerade auf La Palma ausbricht. Danach wird es abgekühlt und dann gemahlen. Das ist extrem energieaufwendig und es ist ein extrem hoher Wasserverbrauch bei der Abkühlung. Dann wird mit Hilfe chemischer Prozesse dieses Konzentrat mehrmals eingedickt und gefiltert. Und nach einer letzten Filterungs- und einem Waschprozess kriegt man dann Lithiumcarbonat. Alles, was man nicht braucht, kommt in sogenannte Rückhaltebecken. Auf die komme ich später auch nochmal zu sprechen. Die sind eine Riesengefahr beim Abbau aus Festgestein.
Die kennen wir auch aus anderen Bereichen aus dem Bergbau. Die Rückhaltebecken können undicht sein, hochtoxische Rückstände können in die Umwelt gelangen. Dieses Lithiumcarbonat, was man dann hat, das ist noch nicht so hochwertig. Das hat man früher auch verwendet, das gibt es auch teilweise immer noch. Aber für diese leistungsstarken Batterien, die man braucht in der E-Mobilität, verwendet man Lithiumhydroxid. Ja, und von Lithiumcarbonat zu Lithiumhydroxid ist es ein weiterer Schritt der Veredelung, um es dann wirklich für die Batterieproduktion nutzen zu können. Und es gibt auch hier neue Verfahren, die weniger Chemie einsetzen sollen, die weniger energieintensiv sein sollen. Der extrem hohe Wasserverbrauch bleibt aber auch bei diesen neuen Verfahren ein Problem. Nochmal, diese Projekte in Sachsen und in Österreich, alles noch nicht ausgereift und auch sehr, sehr teuer und aufwendig, aber immerhin wird da nicht die ganze Landschaft auseinandergenommen, wie hier auf dem Bild. Gut, kommen wir zum Lithiumabbau aus salzhaltiger Sohle. So wird das praktiziert in Chile und in Argentinien. Also vor allen Dingen in Südamerika findet man das. Das ist ein ganz anderer Prozess. Der dauert richtig lange. Das kann bis zu 2 Jahre dauern. Das muss man sich so vorstellen, diese Sohle, die wird über eine Reihe von hintereinander liegenden Becken verdunstet, wobei der Lithiumgehalt dann Stück für Stück wächst. Und ab einer Konzentration von 6% werden durch chemische Aufbereitungsprozesse überflüssige Materialien entfernt, sodass schließlich Lithiumcarbonat aus der angereicherten Flüssigkeit gewonnen werden kann. Entschuldigung bitte, könnt ihr bitte die Tür zumachen? Ihr müsst die Tür zumachen, bitte. Danke. Tja, so ist das, wenn man im Homeoffice arbeitet. und auch hier ist es so, dass Lithiumcarbonat entsteht. Und da ist es tatsächlich auch so, dass das häufig verwendet wird und dann nicht weiter in Lithiumhydroxid umgewandelt wird. Teilweise wird das aber auch gemacht. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Und zwar zu dieser wunderschönen Grafik. Ich werde gucken, dass ich mich hier nicht zu lange dran aufhalte. Es ist mir vor allen Dingen wichtig, eine Sache hier rauszuziehen. Wir sehen die Wertschöpfungskette einer Lithium-Ionen-Batterie. Ganz am Anfang sehen wir den Abbau. Ja, und da ist es ja so, was ich vorhin schon gesagt habe, Australien 50%, Chile 29%. Die Zahlen schwanken immer so ein bisschen, vorhin waren es 23. Es kommt immer darauf an, wo man guckt. Der Abbau und die Verarbeitung der Abbauprodukte zu Lithiumcarbonat finden meistens in einem Land statt. Und das sind 4 große Unternehmen, die diesen Markt beherrschen. Die haben knapp 2/3 der Lithiumgewinnung, teilen die unter sich auf. Das sind Albemarle aus USA, Sociedad Química y Minera de Chile. Das ist ein ursprünglich chilenisches Unternehmen, inzwischen auch kanadisch und chinesisch. Und dann 2 chinesische Unternehmen, Jiangxi Ganfeng Lithium und Tianqi. Und das ist so ein klassischer Bottleneck in globalen Wertschöpfungsketten. Später sind die Veredelungsprozesse, also wo dann aus dem Lithiumcarbonat Hydroxid gewonnen wird oder eben auch die weiteren Schritte, die dann wo dann die Batteriekomponenten erstellt werden, das findet alles in Südostasien statt. Also in China vor allen Dingen und dann die späteren Schritte, aber auch in China, Japan und Korea. Und das ist so eine ganz klassische Wertschöpfungskette, die jetzt aber seit 2-3 Jahren zusehends in Bewegung gerät. Ihr kennt vielleicht die Medienberichte von VW, von Daimler, von Tesla. Das sind alles Unternehmen, die in Deutschland Batterieproduktion planen oder schon angefangen haben, Fabriken zu bauen. Und das macht aus Unternehmenssicht auch Sinn, weil sie einfach eine größere Kontrolle über ihre Wertschöpfungskette haben wollen. Ja, also eine größere Versorgungssicherheit. Wie anfällig Lithium-Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie sind, hat man jetzt gerade in der Covid-19-Pandemie gesehen. Aber sie haben dadurch natürlich auch, und das ist für unsere Thematik heute auch wichtig, einen höheren Einfluss auf die sozialen und Umweltauswirkungen, die der Lithiumabbau hat. Gut, schauen wir mal weiter. Was sind denn jetzt die menschenrechtlichen Risiken des Lithiumabbaus? Ich habe mich in der Analyse an eine
eine Methodik gehalten, die das Umweltbundesamt auch angewandt hat und auch die United Nations Environment Program Finance Initiative, die die relevantesten Auswirkungen des Mineralienabbaus für die Menschenrechte definiert haben. Und daraus lassen sich eben diese fünf Auswirkungen herausarbeiten. Also den Flächenverbrauch, insbesondere beim Tagebau, bei allen Arten überall auf der Welt Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung, Umweltverschmutzung durch Rückhaltebecken, das ist auch vor allen Dingen beim Abbau aus Festgestein, Emissionen, eher weniger zentral bei der Lithiumförderung, aber auch wichtig, gerade finde ich sehr erwähnenswert, wenn man denkt, man bezieht jetzt hier einen Rohstoff für die E-Mobilität, um CO2 zu reduzieren und vergisst dabei aber, dass eben auch schon beim Abbau Emissionen entstehen. Und dann, was denke ich, der wichtigste Punkt ist, bei allen Bergbauprojekten und eben auch massiv im Lithiumsektor, das ist die fehlende Einbindung von Betroffenen. Und ich möchte jetzt in der Folge auf diese einzelnen fünf Themen eingehen und analysieren, welche Menschenrechte verletzt werden. Und dann danach habe ich dann eben noch die drei Länderbeispiele. Ich hoffe, wir kommen noch dahin. Fangen wir an. Der Flächenverbrauch. Der Flächenverbrauch im Abbau aus Festgestein ist im Vergleich mit anderen Metallen eher gering. Ja, also wir haben andere Bergbauprojekte, die noch viel, viel gravierender sind. Der Flächenverbrauch im Abbau aus Sohle ist natürlich extrem hoch, weil das riesige Flächen sind. Aber auch der Bergbau, der Lithiumabbau in Australien ist massiv, wo massive Flächen beeinträchtigt werden. Die menschenrechtlichen Risiken sind vor allem Umsiedlung, die Veränderung der Landschaft, die Menschen, die dort Landwirtschaft betrieben haben oder auch Tourismus, ist auch eine Einkommensquelle für viele Menschen. Also betroffen sind vor allem das Recht auf wirtschaftliche Selbstbestimmung, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und ganz massiv auf Nahrung und auf Wasser und unter Umständen auch das Recht auf Arbeit. Wasserverbrauch und Verschmutzung, das liegt ja auf der Hand, dass das eine Gefährdung des Rechts auf Wasser ist und auf Nahrung natürlich auch, auf Gesundheit sowieso, wirtschaftliche Selbstbestimmung und auf Arbeit. Beim Abbau aus Festgestein ist neben dem reinen Wasserverbrauch, der besonders trockenen Gegenden vor allen Dingen negative Folgen hat, auch eine Gefahr, dass eben diese Rückstände aus den Produktionsprozessen und aus den Rückhaltebecken ins große Grundwasser gelangen können. Da haben wir sie, die Rückhaltebecken. Das Bild hier, muss man fairerweise sagen, das ist jetzt kein Dammbruch von einem Lithium-Rückhaltebecken, das ist ein Eisenerzbecken. Ihr werdet vielleicht von dem Fall schon mal gehört haben, das ist der Dammbruch in Brumadinho in Brasilien 2019. Gerade gestern hat das Verfahren gegen TÜV Süd angefangen. War auch in den deutschen Medien, also könnt ihr gerne mal recherchieren, ist ein sehr spannender Fall, da sind über 270 Menschen bei dem Dammbruch ums Leben gekommen und diese ganze dreckige Plörre ist in die Landschaft geflossen und verseucht die Böden, die Gewässer. Also Gefährdung des Rechts auf Wasser, Nahrung, Gesundheit, Leben und Wohnen. Die Emission, habe ich ja gerade schon gesagt, spielt eine weniger große Rolle im Lithiumabbau, aber eben auch. Und hier kann man von der Gefährdung des Rechts auf Nahrung, Gesundheit und wirtschaftliche Selbstbestimmung ausgehen. Und dann, wie ich finde, neben der Verletzung des Rechts auf Wassers, die gravierendste Verletzung ist die fehlende Einbindung von Betroffenen. Und hier spricht man vor allen Dingen von der Gefährdung des Rechts auf Information und Mitbestimmung, Wiedergutmachung und einer Nichtkonformität mit FPIC, Free Prior Informed Consent, also das Recht auf freie, vorherige und informierte Zustimmung. Das ist verankert in der ILO-Konvention, also der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation Nummer 169. Und das ist im Gegensatz zu der Erklärung, der UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker, wo das auch verankert ist. Die ILO-Konvention ist natürlich, wenn sie einmal von einem Land ratifiziert ist,
rechtlich bindend. Insofern ist das ein sehr wichtiger Ansatzpunkt für viele indigene Gruppen, die in Abbaugebieten leben, ihr Recht einzuklagen. Auch betroffen ist das Recht auf natürliche Ressourcen und das Recht indigener Völker auf Wahrung und Ausübung der eigenen Kultur. Ich habe diese fünf Bereiche genommen und mir verschiedene Länder angeguckt und aufgelistet, welches Risiko in welchem Land besonders hoch ist. Ich sehe gerade, hier ist leider ein kleiner Fehler. Der Flächenverbrauch bei Australien ist auch rot markiert. Das sollte nicht so sein. Denkt ihn euch auch blau, grau. Was wir hier an der Grafik sehen, ist aber ganz deutlich, dass Wasser und die Einbindung von Betroffenen in allen vier untersuchten Ländern, also Argentinien, Australien, Mexiko, Portugal, ein besonders hohes Risiko darstellt. In Australien dazu noch die Rückhaltebecken. Und Portugal, der Flächenverbrauch und die Emissionen. Ich werde jetzt auf die einzelnen Länder nochmal eingehen, so wir genug Zeit haben. Gertrud, ansonsten musst du mich unterbrechen. Ich würde gerne noch Argentinien, Australien und Mexiko machen. Portugal habe ich aber auch hiermit aufgenommen, einfach aus dem Grund, weil es ein europäisches Land ist und Lithiumproduktion ja eben auch in Europa stattfindet, beziehungsweise stattfinden soll. Und diese ganzen Probleme, also die Rechtsverletzung, die wir gerade gehört haben, und insbesondere das große Problem der Wasserverschmutzung, des Wasserverbrauchs, natürlich hier auch immer eine Rolle spielt. Und wie wir hier sehen, sind 4 von 5 Feldern bei Portugal rot. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Problem von Ländern des globalen Südens, sondern Lithiumabbau ist immer mit erhöhten Risiken verbunden. Gut, kommen wir zum ersten Fallbeispiel. Das sind die Abbaugebiete im Lithiumdreieck. Hier habe ich jetzt aber nur das Beispiel Argentinien genommen. Wir hätten auch sehr gut Chile nehmen können. Entschuldigung, mit einer ähnlichen Problematik. In Argentinien gibt es 2 große Lithiumabbaugebiete. Insgesamt waren es vor 2 Jahren, das waren die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, fast 50 Lithiumprojekte in unterschiedlichen Phasen. Nicht in allen wird abgebaut, aber in vielen wird auch geforscht, exploriert. In allen Lithiumförderstätten gibt es Berichte von Böden, die teilweise kontaminiert sind durch die eingesetzten Chemikalien. Es gibt auch Berichte von Luftverschmutzungen um die Förderstätten herum. Das resultiert daraus, dass Natriumhydroxid, das brauchst du als Mittel zur Lithiumgewinnung, um die Salze zu trennen, dass dieses Natriumhydroxid sich im Staub wiederfindet und das extrem gesundheitsschädigend ist. Und das sind Vorfälle, die sind häufig in geschützten Regionen beobachtet worden und trotzdem sind diese Vorfälle meistens gar nicht untersucht worden. Ein anderes Problem ist auch, dass die Grenze zwischen Salz und Süßwasser aufgehoben wird oder zerstört wird, sodass Teile des Süßwassers versalzen und dann für landwirtschaftliche Nutzung und als Trinkwasser einfach unbrauchbar werden. Häufig befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Lithiumvorhaben indigene Gemeinden, deren Lebensgrundlage eben auf Viehzucht, auf Fischzucht, der Landwirtschaft oder auch auf dem Abbau von Salz, also einfach ganz normales Salz zum Essen, beruht. Und deren Livelihoods, deren Lebensunterhalt ist natürlich dadurch gefährdet. Und in allen Regionen ist davon zu lesen, dass es zu einer Verminderung und Versalzung des Wassers gekommen ist. Und dass Konsultationen von diesen Gemeinden generell sehr, sehr schwach ausgeprägt waren. Es gibt aber sehr viel Widerstand in Argentinien auch dagegen. Es gab viele Proteste in den letzten Jahren, Straßenblockaden in den Gemeinden in Salinas Grandes. Da wurde auch ein Forschungsprojekt, also so ein Explorationsprojekt gestoppt. Das ist ursprünglich ohne Konsultation von indigenen Gruppen durchgeführt worden. Dann gab es massive Proteste.
Inzwischen gibt es 33 indigene Gemeinden des Salinas Grandes Becken, die ihre Forderungen in dem sogenannten Kachi-Yupi-Protokoll festgehalten haben und eben dieses eine große Projekt erstmal gestoppt haben. Mexiko. Mexiko ist deswegen hier erwähnt. Es gibt in Mexiko noch gar keine Lithiumförderung, aber eben weil es so neu ist, dass diese riesen Mengen an Lithium gefunden worden sind. Und das ist die Abbildung zeigt hier das geschätzte Lithiumvorkommen der Sorona-Mine im Vergleich zu Gesamtvorkommen anderer Länder. Das heißt, in dieser einen Mine liegt so viel wie in anderen Ländern insgesamt. Das ist wahrscheinlich die größte einzelne Lithiummine weltweit. Man kann natürlich noch nicht sagen, was da die Auswirkungen sind, weil es gibt ja noch keinen Abbau. Aber es ist hier zu befürchten, dass es zu einer Wasserknappheit kommen wird durch den extrem hohen Wasserverbrauch. Und zusätzlich, und das ist so ein Merkmal von Mexiko leider, könnten die Arbeiterinnen der Mine oder drumherum der Menschen, die dort wohnen, auch von Kartellkriminalität und Gewalt gegen Umweltaktivistinnen betroffen sein. Also hier auch eine Gefährdung des Rechts auf Wassers, aber auch des Rechts auf wirtschaftliche Selbstbestimmung und eventuell des Rechts auf körperliche Unversehrtheit und des Rechts auf Leben. Letztes Länderbeispiel. Australien war mir auch sehr wichtig, hier mit reinzunehmen, als Land, sehr industrialisiertes Land. Ist anders als in Argentinien, Chile und wahrscheinlich auch Mexiko, wird es hier als Festgestein abgebaut. Und die größte Mine ist Green Bushes, die liegt im Bundesstaat Westaustralien, wie alle anderen Lithiumprojekte auch. Das seht ihr hier auf der Grafik. Die wird von Albemarle und Tianqi betrieben, also diese beiden großen Unternehmen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und da gibt es auch Riesenprojekte. Es soll eine riesen Lithium-Raffinerie gebaut werden, die 100.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr produzieren soll. Es gibt viele andere Minen dort. In Australien ist tatsächlich ein großes Problem die Ausläufe aus den Rückhaltebecken, die zu der Verunreinigung des Grundwassers führen und die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen. Und das andere große Problem ist, dass eben die indigenen Gruppen nicht ausreichend eingebunden worden sind. Es ist aber, und damit würde ich jetzt auch die Fallbeispiele dann beenden, beziehungsweise vielleicht auch generell erstmal zum Ende kommen, so dass 2019 ein Riesenunglück passiert ist. Also es ist einfach sehr viel Wasser ausgelaufen, verschmutztes Wasser aus so einem Rückhaltebecken in das Grundwasser gesickert. Eine Verschmutzung der umliegenden Gewässer durch zu hohe Mengen an Lithium, aber auch anderen Schwermetallen, Wolfram, Uran, ist gemessen worden von den staatlichen Behörden. Und das hat zu so einem Aufschrei in der australischen Bevölkerung eigentlich geführt. Auch war der Wasserverbrauch viel, viel höher als ursprünglich gedacht. Und dann gab es Widerstand gegen andere Projekte. Albemarle, also dieses US-amerikanische Lithiumunternehmen, hat das größte Rückhaltebecken mit 600.000 Tonnen jährlicher Kapazität bauen wollen. Und diese Pläne sind auf große Proteste gestoßen, weil sich die lokale Bevölkerung vernetzt hat, weil es Bürgerinitiativen gab, weil es Sabotageaktionen gab. Und so konnte der Bau dieser Lagerstätte im Jahr 2019 verhindert werden. Ja, und also mit diesem positiven Beispiel würde ich jetzt den Input an der Stelle beenden, in Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Ich habe noch ein paar weitere Folien vorbereitet. Ich würde die jetzt aber außen vorlassen. Es wäre mir noch wichtig zu erwähnen, dass ich alle Quellen, die ich verwendet habe, hinten aufgelistet habe. Ja, die würde ich jetzt gerne nochmal zeigen und die findet ihr dann ja auch auf dem YouTube-Video. Das heißt, wer sich dafür interessiert, kann sich das dann nochmal im Nachgang in Ruhe angucken. Und ebenso hier mein Kontakt, falls ihr noch Fragen habt im Nachgang oder euch für die Arbeit interessiert, kontaktiert mich gerne. Ich würde mich sehr freuen, noch von der einen oder anderen zu hören und würde mich jetzt erstmal herzlich danken fürs Zuhören.
Ganz herzlichen Dank, Anton. Das war sehr, sehr interessant und ja, gut nachzuvollziehen, wie der Lithiumabbau funktioniert, welche Probleme er aufwirft und in welchen Ländern das auch passiert. Ja, wir eröffnen quasi die Fragerunde. Wer Nachfragen hat, Verständnisfragen, mag die gerne in den Chat schreiben. Hier kommt viel Applaus für dich, berechtigterweise, Anton. Danke. Wenn vielleicht alle noch ein bisschen überlegen, das nochmal nachvollziehen, würde ich noch eine Frage stellen. Ist denn dieses Thema, diese Problematik, die du uns jetzt dargestellt hast, wird die denn auch bei den Klimaverhandlungen auf Ebene der Vereinten Nationen mit diskutiert? Ist es mit ein Thema, wenn es um Lösungsansätze für die Klimakrise geht? Weißt du dazu was? Nee, da muss ich passen. Also ich bin jetzt kein Experte von den Klimaverhandlungen, aber ich weiß, dass der Rohstoffverbrauch generell in Klimadebatten keine Rolle spielt. Ja, also ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Klimaverhandlungen konkret ist, aber im Diskurs, im Klimadiskurs geht es ganz klar um CO2-Reduktion. Das macht ja auch Sinn, ja, und das habe ich ja eingangs auch gesagt, da sind wir natürlich auch voll dafür. Aber wir können eben, das ist so wie, wenn du eine Lithium-Ionen-Batterie hast, die dann nicht mehr mit Kobalt läuft, aber dafür mit ganz viel Nickel, dann tauschst du ein über gegen das andere aus. Und wir haben bei der Rohstoffproduktion natürlich auch Emissionen, und wir haben einfach massive Rechtsverletzungen und die wollen wir natürlich auch nicht in Kauf nehmen. Und deswegen fordern wir, dass dass das Rohstoffthema mehr Gehör findet, auch bei den Klimadiskursen. Ja, okay, danke. Hier kommt eine Frage. Hier fragt jemand Heiko, wahrscheinlich, ob das irgendwie weiß ich nicht ganz genau, ein Unternehmen ist oder so. Heiko, ist das ebenfalls Sohle oder Gestein? Ich muss gestehen, ich weiß nicht ganz genau, was mit Heiko gemeint ist, aber vielleicht weißt du das, vielleicht kannst du das zuordnen. Bei Heiko, nee, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Sorry, muss ich auch passen. Ja, okay. Dann kommt hier ein Hinweis zu Bolivien, weil du ja gesagt hattest, dass in Bolivien bisher eigentlich nicht abgebaut wird. Der Putsch in Bolivien 2019 dürfte auch im Zusammenhang mit dem möglichen Lithiumabbau in Uyuni durch ein Joint Venture mit einem deutschen Unternehmen hängen, insbesondere wegen der Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Das ist richtig. Ich weiß, dass in Bolivien das quasi letztlich abgewehrt wurde, dass dort ein deutsches Unternehmen sich mit dem Lithiumabbau einbringt. Danke für diesen Hinweis. Und es kommt eine Frage auch zu eurer Arbeit bei Weed. Arbeitet ihr mit anderen NGOs zusammen, um auf europäischer Ebene Lobbyarbeit zu leisten, zum Beispiel mit Alboan im Baskenland? Alboan arbeitet für Technologien ohne Konflikt. Kennst du die? Seid ihr mit denen vernetzt? Haha, ihr habt ja echt, also da sitzen so Experten. Nee, ich kenne die Organisation nicht, aber das finde ich total spannend. Also wir arbeiten natürlich mit Organisationen zusammen. Wir sind in Deutschland ganz gut vernetzt mit der deutschen Zivilgesellschaft. Also da zum Beispiel PowerShift in Kota, die Organisationen, die zu dem Thema arbeiten. Aber international ist es so, dass wir zu den Prozessen auch arbeiten, also wie zum Beispiel dem EU-Sorgfaltspflichtengesetz oder der EU-Direktive zu Batterien. Die Organisation sagt mir jetzt noch nichts, aber das finde ich total spannend. Also gerne in den Chat posten. Ach, ist schon drin, ne? Ja, dann gucke ich mir das mal an. Gut, dann ist die Frage nach euren Visionen. Was ist die Vision für eine Rohstoffwende? Also wie können Rohstoffe ersetzt oder wie kann damit umgegangen werden? Du hast es ja als Problem dargestellt, aber ja, das ist der Teil der Präsentation, die wir ausgespart haben. Ne? Wie kommen wir jetzt aus dem Schlamassel raus? Habe ich natürlich keine eindimensionale Antwort drauf, aber es ist so, dass wir verschiedene Strategien fahren müssen. Also wir müssen definitiv unseren Rohstoffverbrauch senken. Wie geht das? Also wir müssen weniger verbrauchen. Das heißt,
Wir müssen in Recycling-Systeme investieren, also die ganzen Batterien aus der E-Mobilität, die werden alle noch nicht recycelt. Und das wäre wichtig. Wir brauchen da irgendwie eine Kreislaufwirtschaft. Das ist aber auch nur bedingt möglich. Wir müssen schon im Produktdesign darauf achten, dass weniger Rohstoffe verbraucht werden. Also nicht immer größer, 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 sondern eher schlanker und gucken, wo kommen die Rohstoffe her, die wiederverwenden. Und wir müssen auch einfach grundsätzlich unseren Lebensstil überdenken. Ja, wir brauchen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Ja, also wir können nicht alle in unseren eigenen Autos durch die Gegend fahren. Wir können nicht alle paar Wochen durch die Gegend fliegen. So funktioniert es halt auf lange Sicht nicht mehr. Und dafür brauchen wir Konzepte. Ne? Also wir brauchen eine Mobilitätswende, die aber so ganzheitlich gestaltet sein muss, dass sie eben mit einer Rohstoffwende einhergeht. Genau, hier kommt noch eine sehr normale Frage nach einem Unternehmen, ob in Argentinien das Unternehmen Wintershall mit zu den Abbauunternehmen gehört. Wintershall, nee, Wintershall sagt mir auch noch nichts. Aber sehr, auch vielen Dank dafür, auch das kann ich gerne nachrecherchieren. Ja. Dann eine Frage nochmal auch zu Argentinien und Chile. Verstehe ich richtig, dass in Argentinien und Chile teilweise Wasser landwirtschaftlicher Anbaugebiete anderer Regionen für die Solo umgeleitet wird? Das führt ja ähnlich der Produktion von Avocados auch wieder zum Wassermangel an anderer Stelle. Hast du dazu Informationen? Ja, das sind einfach riesige Flächen. Also das ist halt, das ist anders als beim Abbau aus Festgestein. Das sind diese Salzseen sind riesig, riesig, riesig groß. Und die Menschen, die dort leben, die sind natürlich davon betroffen, wenn sich der Grundwasserspiegel absenkt. Das muss jetzt gar nicht heißen, dass explizit was umgeleitet wird, aber dadurch, dass einfach so ein hoher Wasserverbrauch da ist, beeinträchtigt das die Menschen, die dort wohnen. Gut, hier hat nochmal für alle auch zum Nachschauen jemand einen Link eingestellt zu dieser NGO im Baskenland, Alboan. Kann man also dann nochmal drauf gucken. Und nochmal eine Frage zum Energieverbrauch. Auch gibt es Schätzungen über den Energieverbrauch bei der Gewinnung und Veredelung von Lithium? Also die gibt es bestimmt, da habe ich jetzt aber keine Zahlen parat. Das müsste ich auch nachreichen. Aber er ist sehr, sehr hoch. Also allein dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe, beim Abbau aus Festgestein, wo das auf 1000 Grad erhitzt wird und dann wieder abgekühlt wird, das ist unglaublich energieintensiv. Ja, 1000 Grad, das muss man erstmal herstellen. Ja, hier eine strategische Frage auch zum Automobilsektor. Wie kann man die Automobilindustrie dazu bewegen, kleinere Fahrzeuge mit kleineren Batterien zu bauen, statt immer größere Autos mit immer größeren Batterien? Du bist ja in der Automobilbranchendiskurs mit drin. Wird sowas dort auch diskutiert? Nee, also so konkret und so, was heißt so konkret, also so allgemein diskutiert man da nicht. Ne? Also wir versuchen, ich bin zum Beispiel in einer AG, die beschäftigt sich damit, einen Beschwerdemechanismus zu schaffen, der branchenweit ist, der dann in Mexiko als Pilotland starten soll. Und das ist total wichtig und total spannend. Das ist eine Ausformulierung, eine Konkretisierung von diesen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Aber diese großen Fragen, also wie kriegen wir denn diese Industrie klein? Das diskutieren wir da natürlich nicht. Und letztendlich geht es darum, das ist eine Wachstumskritik. Ja, also wir müssen tatsächlich diese extrem rohstoffintensiven Industrien, die müssen wir schrumpfen. Ja, da geht es gar nicht andersrum. Da müssen natürlich auch die einzelnen Produkte müssen schrumpfen, klar. Aber letztendlich müssen auch diese Industrien kleiner werden. So, also die müssen einfach weniger Autos produzieren. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Also vielleicht, aber das war jetzt keine richtige Antwort auf die Frage. Entschuldigung, Gertrud, weil das ist schon eine wichtige Frage, finde ich. Wie kommt man denn da hin? Klar, ganz viel Protest und ganz viel Druck aus der Zivilgesellschaft. Und zwar, das meine ich jetzt nicht nur irgendwie so NGOs, die so ein bisschen Lobbyarbeit machen, sondern ich meine tatsächlich auch Druck letztendlich von der Straße, wie jetzt zum Beispiel Menschen, die
die IAA verhindern wollen und dahin fahren, also die internationale Automobilausstellung, und die blockieren wollen. Und ich glaube, das sind schon Zeichen, die werden schon gehört in der Automobilindustrie, ne? Und dann sehen sie schon, okay, da müssen wir vielleicht umdenken. Und nur so, glaube ich, wenn der Druck aus verschiedenen Richtungen kommt und immer stärker wird, kann man auch was bewegen. Hier gibt es auch noch eine Frage zu den strukturellen Bedingungen. Gibt es Anreize zum Thema Fair Mining? Also ich denke jetzt mal wirtschaftliche Anreize oder politische. De facto handelt es sich beim Rohstoffabbau im globalen Süden ja meist um genau das, nämlich dem Raub von vielen zum Profit weniger Unternehmen im globalen Norden. Also gibt es strukturelle Anreize? Ist da was? Ja, also die Projekte, die jetzt hier in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern, diese Forschungsprojekte, die ich teilweise vorhin auch erwähnt habe, die sind natürlich alle stark subventioniert. Das sind jetzt nicht alles privatwirtschaftliche Gelder, auch natürlich viel, aber das ist auch viel mit staatlicher Hilfe. Und da geht es ja schon auch darum, den Rohstoffabbau nachhaltiger und weniger menschenrechtsverletzend zu gestalten. Das wären ja so eine Art von Anreizen, ne? Wie das jetzt in Ländern des globalen Südens ist, das weiß ich nicht, ob es da Anreize gibt, das fairer sozusagen zu gestalten. Aber natürlich gibt es, sicherlich ist es auch von Mine zu Mine sehr unterschiedlich, ne? Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die alle gleich schlimm sind. Aber ich denke, die Sachen, die ich vorhin genannt habe, also der Wasserverbrauch und die fehlende Einbindung von den Betroffenen, das ist halt durch die Bank ein großes Problem. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, das ist ein strukturelles Problem, was wir auch bei allen Minen und Förderungen sehen. Wie schätzt du denn die Wirkung des künftigen Lieferkettengesetzes in Deutschland zu diesem Thema ein? Dass er die Möglichkeit bietet, Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette zu deutschen Unternehmen hier dann auch bei der dann zuständigen Behörde anzuprangern und Maßnahmen einzufordern gegen solche Unternehmen. Ja, also das Lieferkettengesetz, das ist natürlich, wir sind auch Teil der Initiative Lieferkettengesetz, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Problem ist, dass es halt einfach bei weitem nicht weit genug geht. Also was den Rohstoffsektor angeht, die ganzen vorgelagerten Glieder, die sind überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, darauf hat das überhaupt keinen Einfluss. Ja, also den Lithiumsektor wird das überhaupt nicht betreffen. Und es betrifft letztendlich auch nur sehr, sehr große Unternehmen. Da brauchen wir noch eine ganz andere Gesetzgebung. Deswegen arbeiten wir jetzt auch gerade zum EU-Sorgfaltspflichtengesetz oder zu der Batteriendirektive. Da erhoffen wir uns dann nochmal so ein bisschen mehr, weil das Lieferkettengesetz kann da nicht greifen. Also ein politischer Flop für die Menschenrechte jedenfalls. Ja, im Rohstoffbereich. Ne? Ja, also in anderen Bereichen mag das anders sein und es ist ja auch gut, überhaupt diese Debatte angestoßen zu haben, aber das ist zu wenig, leider. Ja, muss man sagen. Gut, danke. Hier kommt noch ein kleiner Werbeblock hier für ein Automobil, was ich nicht kenne, namens Quantum, was wohl klein ist und in Bolivien produziert wird, mit Lithium aus Bolivien. Also wer sich da schlau machen will, kann gerne wahrscheinlich mal im Internet recherchieren. Danke für den Hinweis auch. Wir kommen auch zeitlich zum Ende. Es gibt jetzt auch keine Fragen mehr oder keine Beiträge mehr im Chat. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Anton, für den sehr informativen Vortrag. Ich habe wieder viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmer, Teilnehmerinnen, dass ihr sie hier wart, auch die Diskussion damit euren Anregungen und Fragen bereichert habt. Vielen, vielen Dank dafür.